Alzheimer ist eine der gefürchtetsten Krankheiten im Alter. Niemand von uns will die Leistungsfähigkeit des Gehirns verlieren. Nicht mehr zu wissen, wo der Supermarkt ist, oder den Gebrauch von einer Gabel zu vergessen, macht Angst. Damit es gar nicht erst so weit kommt, zeige ich dir in diesem Video 5 Dinge, auf die du unbedingt achten solltest. So beugst du Alzheimer vor und hältst dein Gehirn fit, bis ins hohe Alter. Als Bonustipp am Ende des Videos, stelle ich dir 5 Fragen. Wenn du alle mit Nein beantworten kannst, besteht große Hoffnung, dass dir dein Gehirn noch lange gute Dienste leistet. Falls nicht, rate ich dir einen Besuch beim Arzt. Wenn Alzheimer früh erkannt wird, wirken Medikamente und Hausmittel am besten. Was ist also der Schlüssel für ein gesundes Gehirn? Erstens, hohe Knochendichte. Eine Studie aus den USA mit 4000 Senioren hat gezeigt, dass ein Zusammenhang zwischen Gedächtnisleistung und Knochendichte besteht. Je größer der Knochenschwund, desto schlechter funktioniert das Gehirn. Die Gründe für Knochenschwund sind vielfältig. Es ist aber unumstritten, dass Bewegung, wie beispielsweise Gymnastik, ein effektives Mittel ist, um Knochenmasse aufzubauen und Knochenbrüchen vorzubeugen. Beinfaulheit ist out, Fitness ist in. Zweitens, psychische Stabilität. Es ist Fakt, dass Menschen mit psychischen Problemen doppelt so häufig an Alzheimer erkranken als Menschen, die als psychisch stabil gelten. So ist es nicht verwunderlich, dass Alzheimer-Patienten oft an Depressionen leiden. Aber Achtung, auch Ärzte machen Fehler. In bis zu 30% aller Fälle wird bei Patienten mit Depressionen irrtümlicherweise eine verminderte geistige Fähigkeit festgestellt. Eine medizinische Zweitmeinung ist in meinen Augen durchaus sinnvoll. Um es auf den Punkt zu bringen, übe dich in Entspannungstechniken und sorge für eine gute innere Balance. Damit stärkst du deine psychische Stabilität. Drittens. Ausreichend Kupfer. Was hat der Kupferspiegel im Blut mit Gedächtnisschwund zu tun? Jede Menge. Ein Forschungsteam aus Deutschland hat herausgefunden, dass Mäuse, die regelmäßig Wasser mit Kupfer trinken, weniger schnell Eiweißablagerungen im Gehirn bekommen. Habe ich schon erwähnt, dass Eiweißablagerungen im Gehirn zu den Hauptmerkmalen der Alzheimer-Krankheit gehören? Es macht also durchaus Sinn, den Kupferspiegel im Blut ab und an vom Arzt messen zu lassen. Denn wie du jetzt weißt, kann Kupfermangel die Alzheimer-Krankheit begünstigen. Viertens, niedriger CRP-Spiegel. C-reaktives Protein ist ein Eiweiß, das im Blut auf Entzündungen, Infektionen und Gewebeschäden hinweist. Ein hoher CRP-Wert erhöht das Risiko für Gefäßerkrankungen. Zu Gefäßerkrankungen zählen unter anderem Herzinfarkte und Schlaganfälle. Studien aus den USA kamen zum Schluss, dass erhöhte CRP-Spiegel im mittleren Alter das Risiko erhöhen, 25 Jahre später an der Krankheit der Vergesslichkeit zu leiden. Entzündungsfördernde Lebensmittel wie Zucker, Fleisch und Weißmehl sind daher nicht empfehlenswert und sollten so gut wie möglich vermieden werden. Fünftens, gesunder Homocysteinwert. Das Homocystein ist eine Aminosäure, die im Körper natürlich vorkommt. Sie ist wichtig für die Neubildung von Eiweißen und Kreatinin. Erhöhte Homocysteinwerte gelten allerdings als Risikofaktor für Demenz und Alzheimer. Du willst zahlen? Kein Problem. Daten aus einer Studie zeigen, dass das Risiko für Störungen im Gehirn um 40% steigt, ab einem Homocysteinwert von 5. Auch hier meine Empfehlung, lass deinen Homocysteinspiegel in einer Praxis messen. Falls dein Wert erhöht ist, kannst du mit Vitaminpillen wie Folsäure, Vitamin B6 und Vitamin B12 gegensteuern. B-Vitamine sind also wichtig, um deine Gehirnzellen auf Trab zu halten. Wie versprochen stelle ich dir 5 Fragen, mit denen du testen kannst, ob du Anzeichen von Alzheimer hast oder nicht. Erstens, du hast keinen Spaß mehr an deinen alten Hobbys? Früher hast du Spaziergänge im Wald geliebt, aber heute sagt dir das nichts mehr? Zweitens, gewohnte Abläufe bereiten dir Schwierigkeiten? Du lässt den Wasserkocher an, aber vergisst das Wasser einzufüllen? Drittens, dir fällt auf,
dass du deinem Gegenüber immer wieder die gleichen Fragen stellst? Viertens, du hast die Zeit nicht mehr im Griff? Abendessen und Frühstück, hast du schon öfter verwechselt? Fünftens, dir fällt es schwer, Entscheidungen zu treffen? Statt einem Wintermantel, trägst du in der kalten Jahreszeit Sandalen? Wenn du eine oder mehrere dieser Fragen mit Ja beantwortet hast, lohnt es sich, einen Check beim Arzt durchführen zu lassen. Sicher ist sicher. Falls du bereits Alzheimer-Anzeichen hast, oder falls du erfahren willst, was du tun kannst, um Alzheimer vorzubeugen, empfehle ich dir mein nächstes Video. Ich verrate dir, was du tun kannst, um bestmöglich geistig fit zu bleiben. Zum Schluss nicht vergessen, abonnieren drücken und Daumen hoch. Viel Gesundheit. Deine Caro von Vital Schnabel.